Hallo und herzlich willkommen. Heute werden wir gemeinsam eine Baby-Ananas versuchen zu vermehren. Ob das funktioniert oder nicht, das sehen wir dann später. Wir werden zwei verschiedene Varianten machen, deswegen habe ich hier einmal ein Glas stehen. Denn wir werden die Ananas einmal in ein Glas einpflanzen und einmal in einen durchsichtigen Behälter. In dem Fall ist es jetzt ein Orchideentopf. Da haben wir den Vorteil, wir brauchen die Ananas später nicht herausziehen, um zu gucken, ob sie Wurzeln gemacht hat, sondern wir sehen von vornherein, da der Topf ja durchsichtig ist, ob sie denn Wurzeln gemacht hat. Dann brauchen wir noch zwei Gabeln, in dem Fall sind es Plastikgabeln, ihr könnt auch Metallgabeln nehmen, ist kein Problem. Und Holzkohle zum Desinfizieren und natürlich auch Kokossubstrat. Ja, ich würde sagen, dann fangen wir jetzt mit der Baby-Ananas einfach mal an. Wenn ihr euch eine solche Ananas, eine Baby-Ananas kauft, dann achtet bitte darauf, dass das Herz richtig grün ist. Dass also hier keine braunen Stellen drin sind oder gelbe Stellen, sondern dass das Herz also wirklich richtig grün ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Und natürlich sollte die Frucht schon reif sein. Ansonsten müsst ihr die Frucht halt noch ein bisschen nachreifen lassen, damit das Ganze auch richtig gelingt. Und jetzt zeige ich euch mal kurz die andere Ananas. Das ist die andere Ananas und hier kann man, wenn man hier ins Herz hereinguckt, sehr gut erkennen, dass schon viele Blätter fehlen. Vermutlich haben ja irgendwelche Leute mal einen Reifetest gemacht und haben oben an den Blättern gezogen und die dadurch abgezogen. Aber man kann erkennen, innen drin im Kern befinden sich kleine Blättchen und die sind grün und von daher ist dieses Herz auch in Ordnung. So, dann kommen wir jetzt zum eigentlichen Akt der Vermehrung. Jetzt müssen wir natürlich dieses Grünteil hier abbekommen. Wir könnten jetzt die Ananas zerschneiden und gucken, dass man das irgendwie sauber kriegt. In der Regel geht es so, zumindest beim großen Ananas, dass man die einfach beim Schopfe packt. Wir probieren das jetzt einfach mal aus, ob es klappt. Ich weiß es noch nicht, das sehen wir gleich. Packen die beim Schopfe, halten die Ananas fest und drehen jetzt einmal. Einmal so, einmal so, nochmal so und dann können wir die Ananas ganz drehen. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Ja, es hat funktioniert, also auch bei den kleinen Ananas geht das. Und so haben wir jetzt das Teil, was wir einpflanzen möchten, herausbekommen. Und als nächstes müssen wir jetzt erstmal das Ganze ein bisschen säubern und die Blätter abmachen. Das zeige ich euch ein bisschen in der Aufnahme. Zunächst nehmen wir uns die Blättchen hier und ziehen die nach unten ab. Und das machen wir jetzt so, wir müssen auch gleich mal gucken, seid ihr dabei. Ich denke mal so 4-5 Reihen noch, schön liegen bei mir. Am besten eine Reihe um, die Ananas drehen und dann Blättchen für Blättchen abziehen. Also die Ananas sind schon sehr reif hier. Bin nachher mal gespannt, wie die schmecken. Na, 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 na. Ziehen wir erstmal alles ab. Ach, bin ich jetzt ständig aus dem Bild. Jetzt gucke ich nur noch die Ananas an und gar nicht mehr auf die Kamera. Aber ich denke mal, man kann schon erkennen, um was es geht. Das könnte eigentlich schon fast reichen. Ich versuche das mal ein bisschen näher drauf zu bringen. Ja. Dort kann man jetzt auch schon kleine Knospen erkennen hier unten. Das sind die Wurzelansätze, woraus sich die Wurzeln später bilden. Und jetzt schneiden wir das untere faserige Teil hier noch ab. Dazu nehmen wir uns ein scharfes Messer. Mal gucken, ob sich das hier scharf stellt. Dann gehen wir jetzt hier unten an diesen Ansatz. Kann man ganz gut sehen so. Wie gesagt, unten ist das faserige Teil und oben ist dann der Pflanzenteil. Und den faserigen Teil, den schneiden wir jetzt vorsichtig mit einem scharfen Messer ab. Das Ganze sieht jetzt so aus. Und so können wir die Ananas gleich einpflanzen, aber dazu sind noch ein paar Schritte nötig. Das ist jetzt mit der wichtigste Schritt. Wir haben hier Holzkohle, die haben wir zerkleinert und dort müssen wir jetzt den Strunk hier unten eintauchen, nach Möglichkeit jetzt noch, wo er feucht ist. Wir reiben also richtig schön ein in den Strunk. Und jetzt ist die Schnittstelle desinfiziert und das Ganze lassen wir jetzt noch etwa eine Stunde ungefähr liegen. Könnte auch einen ganzen Tag liegen lassen, spielt keine Rolle. Wichtig ist halt nur, dass hier unten die Schnittstelle wirklich abgetrocknet ist. Das ist also ganz, ganz wichtig. Dann werden wir jetzt auch bei der zweiten Ananas, wo das Herz nicht mehr so schön war, aber noch frisch, auch mal die Blätter erstmal abziehen.
Oh. Pardon. Ja, das dürfte jetzt reichen. Na, oder? Auch hier kann man sehr schön die kleinen Knospen erkennen. Und den unteren Teil schneiden wir auch hier ab. Und so sieht dann jetzt die Schnittfläche aus von der zweiten Ananas. Also auch richtig schön frisch. Und auch hier sieht man sehr schön die Knospen. Wie wir gesehen haben, ganz so schwer ist das Ganze nicht. Es war im Prinzip genauso einfach wie bei den großen Ananas, die wir damals vermehrt haben. Und wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Keine Angst, ihr werdet jetzt eine Stunde hier zugucken müssen. Ich habe die Erde hier schon mal eingefüllt in den Topf. Wir haben hier Kokoserde verwendet. Die ist also ganz, ganz locker. Man sehen kann, also lässt sich noch streuen. Und die werden wir auch nicht andrücken, aber schon mal anfeuchten, damit wir das gleich schon mal fertig haben. Richtig gut wässern, denn die Kokoserde nimmt also sehr viel Wasser auf. Und deshalb habe ich jetzt auch einen Topf stehen. Ja, und zum Wasser, da nehmen wir natürlich warmes Wasser, ganz klarer Fall. Und wie gesagt, wir sehen uns gleich wieder. So, das Ganze hat jetzt etwa 3 Stunden getrocknet. Man sieht, es ist jetzt etwas bräunlich geworden hier. Ist also angetrocknet mittlerweile schon. Und die Holzkohle, die jetzt noch hier unten dran ist, die bleibt auch dran. Und hier haben wir jetzt den kleineren. Und den kleineren, den werden wir gleich einpflanzen in die Erde. Wir nehmen uns jetzt den größeren, denn der passt besser ins Glas hinein. Doch, hier lassen wir die Kohle dran und stellen den jetzt ins Wasserglas, so dass er etwa die Stelle bedeckt ist, da wo wir die Blätter abgetrennt haben. Also auf keinen Fall noch tiefer, das ist vollkommen ausreichend. Und alle 2 bis 3 Tage werden wir das Wasser wechseln und gegebenenfalls auch Wasser nachfüllen. Das ist also auch ganz, ganz wichtig, damit er nicht im Trockenen steht. So, jetzt kommt der schwierigere Part. Wie gesagt, wir hatten die Erde nicht angedrückt, nur angefeuchtet. Und ist auch gut eingezogen. Jetzt werden wir das hier in der Mitte nochmal ein bisschen lockern. Und wir werden jetzt auch hier schon mal Holzkohle mit reinstreuen, drüber streuen. Und das werden wir gleich nochmal an den Stellen, die nicht ganz bedeckt sind, nachholen. Das ist dazu, damit sich kein Schimmel bildet. Und jetzt drücken wir den in die Erde rein, aber auch nur, er darf jetzt auch nur so tief eingepflanzt werden, wie wir unten freigelegt haben, vielleicht ein ganz kleines Stückchen mehr, auf keinen Fall tiefer einpflanzen, denn auch dann kann sich dort Schimmel bilden und es kommt nicht ausreichend Sauerstoff bis unten hin und dann ist das nicht so gut, von daher also wirklich nur so tief einpflanzen, das ist ganz, ganz wichtig. So, und jetzt versuchen wir das Ganze zu stabilisieren, mal gucken, ob ich das hinbekomme, damit uns die Ananas hier nicht aus dem Topf fällt. Dazu stecken wir jetzt die Plastikgabeln hier an den Rand, damit uns die Ananas, wie gesagt, nicht umkippt. Gegebenenfalls müssen wir das nochmal kontrollieren, ob die Erde auch ausreichend ist, nochmal nachfüllen eventuell. Aber hier passt das so ganz gut. Und wie gesagt, jetzt werden wir nochmal ein bisschen Holzkohle drumherum verteilen, damit die Erde wirklich bedeckt ist. Denn die Holzkohle, wie gesagt, die verhindert, dass sich Schimmel bilden kann. So, das müsste ausreichend sein. Ja. Ja, wie wir gesehen haben, so schwer war das jetzt nicht. Im Prinzip genau das gleiche wie bei den großen, die wir damals gemacht haben. Und es ist also, ja, wie gesagt, nicht schwer. Darauf achten, dass sie nicht zu tief im Wasser stehen, nicht zu tief eingepflanzt sind. Und ja, darauf achten, dass die Oberfläche gerade hier bei dem Topf natürlich feucht bleibt, aber nicht ständig gießen, sondern dann bei Gegebenheit, wenn es mal ein bisschen zu trocken sein sollte, ein bisschen einsprühen das Ganze. Und gut ist also nicht ständig gießen, das vertragen wir nicht. Düngen tun wir natürlich jetzt auch nicht, auf gar keinen Fall. Und wir warten jetzt ab, was passiert. Ja, zum Standort keine Sonne, also Sonne dürfen sie nicht haben. Und warm natürlich, aber auch hell. Also ein Fenster aussuchen, wo es richtig schön hell ist und auch warm ist, nicht zu kalt und ja. Dann warten wir jetzt mal ab, wie die beiden sich entwickeln und das werden wir euch natürlich bei Gegebenheit dann zeigen, genauso wie bei den großen hier. Und ich bin mal gespannt, wie lange es noch dauert, bis da Früchte dran kommen. Es kann ja tatsächlich 3 Jahre dauern oder auch 4 Jahre dauern, manchmal auch nur 2 Jahre. Lassen wir uns mal überraschen, wann es denn mit der Blüte losgeht, denn das wird doch sicherlich sehr interessant.
Ja, viel mehr gibt es jetzt auch nicht zu erzählen zu den kleinen Babys hier. Und ja, ich hoffe, euch hat der kleine Film gefallen und wir sehen uns in einem der nächsten Filme mal wieder. In dem Sinne, euer Detlef Römisch. Und wir werden jetzt noch ein paar kleine Plätze, nicht ganz so viele hinten dranhängen. Wer Lust hat, kann die sich jetzt noch gerne angucken. Und ja, das war's denn. Ciao, ciao. Da zeige ich euch mal jetzt die Pepperoni, die Serrano. Die sind jetzt vom 22.02. auf den 27.02. aufgelaufen. Und sind die ersten, die jetzt von den drei, die wir eingesät haben, keimen. Und dort werden wir jetzt den Deckel wieder drauflegen und das Ganze wieder warm stellen. Klammern dran machen wieder und dann kommt das Ganze wieder unter das Licht. Und das ist die Zuckermelone. Die bekommt jetzt mittlerweile das dritte Blatt. Wächst sehr verhalten, das heißt also nicht so langtriebig, das ist ganz gut so. Also funktioniert das wunderbar. Und ich habe sie noch immer nicht umgetopft, aber ich glaube irgendwie, irgendwann werde ich es auch noch schaffen. Dann noch ein kurzes Update von der Kokosnuss, Kokosnüssen. Das ist ganz wichtig, dass ich das jetzt mal kurz erwähne, denn wir müssen einmal am Tag das Wasser wechseln. Und was jetzt interessant ist, was man sehen kann, die ist eine Kokosnuss, deswegen steht hier eine 1 drauf, damit wir das gekennzeichnet haben, die schwimmt oben und auch seitlich, also die, ich versuche mal den rauszuholen, die Augen, die sind also seitlich. Und hier bei der Kokosnuss, ja, die schwimmt unter Wasser. Was das zu bedeuten hat, weiß ich jetzt noch nicht, das werden wir wahrscheinlich später erst erfahren. Auf alle Fälle ist, wie gesagt, die eine schwimmt oben und die andere schwimmt unten. Und so sehen jetzt die kleinen Drachen aus, von der Drachenfrucht. Auch die wachsen stetig weiter. Dann schauen wir uns mal eben die Cherimoya an. Ja, die sind immer ganz witzig, die tun sich schwer aus der Samenhülle zu kommen, wie man das sieht hier. Aber braucht man nichts dran machen, mit der Zeit fallen die dann doch ab. Und in der Regel verlieren die auch ihre Keimblätter, wie man hier sehen kann, das ist schon ein richtiges Blatt, also die Keimblätter schmeißen die dann mit ab. Das ist ganz lustig, dort oben in der Ecke sieht man jetzt hier zwei Samen, die sind aus der Erde gekommen, ich weiß nicht wie. Da ist keine Wurzel dran, sondern da gucken nur die Keimblätter oben raus. Also die Cherimoya ist schon echt so ein kleines Wunderkind. Guck das, kriegen wir es näher ran, ja. Also die brauchen sehr lange auch, bis sie aus dem Boden herauskommen, das dauert einige Tage. Ja, bis zu 2 Wochen, bis die sich hier richtig rausschieben. Man sieht, die bilden so einen Haken im Prinzip, hier kann man das schön sehen, bis die wirklich richtig rauskommen. Das dauert dann immer, aber doch interessant zu beobachten. Wie gesagt, die Keimblätter, die fallen dann einfach mit ab. Hier haben wir noch eine Cherimoya, die hat auch ihre Keimblätter verloren. Die waren hier dran, die Schale, die hängt hier immer noch dran. An den Blättern, das lasse ich auch so, da mache ich gar nichts dran. Die helfen sich eigentlich in der Regel von alleine, aber man kann schon 3 Blätter erkennen, richtige Blätter. Und hier haben wir jetzt noch eine. Auch hier sind die Keimblätter ab an den schwarzen Punkten hier zu erkennen. Und ja, die Blätter entwickeln sich aber mittlerweile auch. Also man sieht, ist das gar nicht so tragisch, wenn die Keimblätter abfallen bzw. die Pflanze abwirft. So, schauen wir, ob wir das jetzt hinkriegen. Hier sind die Wurzeln von den Olivenstecklingen. Das waren die, also die Reihe, die mit Hormonen behandelt wurde. Auch hier kann man die Wurzeln schon sehen. Die sind wunderbar am Wachsen und die anderen, da tut sich noch nichts im Moment. Aber ich denke mal, die werden mit Sicherheit auch irgendwann noch Wurzeln machen. Dauert halt scheinbar ein bisschen länger. Ja, die kommen jetzt wieder ins Warme und mit viel Licht. Ich bin's nochmal kurz. Ich habe gerade mal nachgesehen bei den Pepperoni, bei dem Chili. Also auch die anderen beiden Sorten sind schon am Keimen. Scheinbar keimen die jetzt der Reihenfolge nach, wie sie eingepflanzt haben. Das weiß ich nicht mehr genau, aber ich denke mal, das ist Zufall. Auf jeden Fall sind alle 3 Sorten mittlerweile am Keimen. Das wollte ich nur schnell noch gesagt haben, damit das weg ist. Und wir haben jetzt auch 2 Sternfrüchte. Die sind leider noch grün, das heißt, die müssen im Haus nachreifen, in der Wohnung. Ja, bei Zimmertemperatur halt. Und ich habe da vorhin schon mal durchgeleuchtet, also richtige Samen kann man da drin nicht erkennen. Da sind so 4 oder 5 kleine Pünktchen zu sehen. Aber ob sich daraus wirklich noch große Samen entwickeln, lassen wir uns überraschen. Wenn nicht, vielleicht bekomme ich irgendwann mal woanders welche her. Schauen wir mal. Oder ich finde noch ein paar reifere Früchte. So, bis dann jetzt aber. Ciao, ciao. Miau. Miau, miau, miau.